Liebe Freundinnen und Freunde, auf die Minute genau zum Start unserer gestrigen Landesversammlung ist eine kleine Frieda auf die Welt gekommen, mein fünftes Enkelchen. Davor hatte sie sich tagelang Zeit gelassen. Und nun sind Physiker nicht dafür bekannt, an Zeichen zu glauben. Aber als Klimapolitiker unserer derzeitigen Fraktion hat es für mich symbolische Bedeutung, dass die Kleine sich gerade dann auf diese Welt traut, wenn wir hier einen ganz wichtigen Schritt gehen, damit sich endlich und gründlich was dreht in Richtung Zukunft in Sachsen. Und das ist ganz, ja, damit wir denen, die nach uns kommen, das in gutem Zustand wiedergeben können, dass wir uns von ihnen geborgt haben, diesen einzigen wunderbaren Planeten mit all seinen Möglichkeiten für Glück und Entfaltung. Ich habe euch 2014 gesagt, die Steinzeit ging nicht zu Ende, weil die Steine alle waren, und das Kohlezeitalter geht nicht erst zu Ende, wenn die Kohle alle ist, sondern es geht zu Ende, weil es uns in existenzielle Krisen bringt und weil bessere, sauberere und billigere Alternativen verfügbar sind. Und in Sachsen, liebe Freundinnen und Freunde, da sind die Fossilen nicht nur im Boden. Hier sitzen sie seit Jahrzehnten in der Staatskanzlei. Und sie haben Sachsens Politik in eine bleierne Zeit hineinmanövriert. Und auch diese geht nicht erst zu Ende, wenn die dort keine Lust mehr haben, weiterzumachen. Die geht zu Ende, wenn wir sie beenden, liebe Freundinnen und Freunde. Wenn wir stark genug werden, genau das zu tun. Und da sind wir auf einem richtigen, guten Weg zusammen. Wir werden mehr, wir werden stärker, wir werden besser. Aber auch die Gesellschaft bewegt sich. Sie bewegt sich in Kernbereiche unseres Programms hinein. Und da zeigt sich unsere besondere Stärke, denn wir stehen konsequent und wiedererkennbar hinter unseren Themen. Und wir stehen in unseren Themen kompetent und mit konkreten Ideen. Und weil man uns Lösungskompetenz in zentralen Fragen zutraut, deshalb liegt heute auch eine ganz besondere Verantwortung auf unseren Schultern. Wir sind in den letzten Jahren gut vorangekommen, liebe Freundinnen und Freunde. Und das ist deutlich fühlbar, wenn ich unterwegs bin bei Kammern, Verbänden, Initiativen unter Gründerinnen und Gründern in Unternehmen, Kommunen, Wirtschaft und Energiewirtschaft. Und wenn ich dort unterwegs bin, selbst als Gründer, der Unternehmen aufgebaut hat, dann spüre ich deutlich, man hört uns nicht nur zu, man setzt heute auch Hoffnung in uns. Denn man traut uns zu, dass wir das auch können, was wir wollen. Und man sieht, dass auf vielen Feldern die Zeit davonläuft. Es ist Zeit für Veränderung. Es ist Zeit zum Handeln. Labern reicht nicht dazu. Dazu braucht es Kompetenz. Und die traut man uns heute zu, liebe Freundinnen und Freunde. Wir sind als Landespartei besser als je zuvor vorbereitet, diesen in uns gesetzten Erwartungen und Hoffnungen auch gerecht zu werden. Und ich bin sehr dankbar für die Möglichkeit, dass ich daran mitwirken durfte. Die Forderungen von Fridays for Future, sie sind nicht radikal. Jeder einzelne davon hat wissenschaftlich Hand und Fuß. Das sage ich auch als Wissenschaftler und einer der ersten Mitunterzeichner von Scientists for Future. Sie umzusetzen bedeutet heute rasche, große Veränderungen und Anstrengungen. Und die sind deshalb so groß, weil so lange nicht gehandelt worden ist. Es ist wie beim Zurasen auf eine Wand. Je früher man bremst, desto sanfter kann man das tun und je später, desto schärfer. Und da sieht man die Größe der Aufgabe, die vor uns liegt. Denn in der Sachsen-CDU meint man immer noch, die Wand würde rechtzeitig verschwinden. Und so wurde bei Energiewende und Klimaschutz in der Sachsen-GroKo selbst die Anpassung an die völlig unzureichenden Ziele der Bundesregierung blockiert. 5 weitere Jahre mit Vollgas auf die Wand zu. Und alles, was da an konkreten und umsetzbaren Vorschlägen auf dem Tisch liegt, das zeigt grüne Handschrift. Und das zeigt auch die Größe unserer Verantwortung. Zu Beginn dieser Wahlperiode schrieb die FAZ Kohleausstieg noch mit Anführungszeichen. Das hat sich gründlich geändert. Und das haben auch wir aus dem Kohleland Sachsen heraus in engster Vernetzung mit vielen anderen bewirkt. Doch wer meint, der Rest sei nun ein Selbstläufer, der irrt. Die Kohlebosse im Verein mit reaktionären politischen Akteuren entlassen das Land nicht freiwillig aus ihrem Griff. Im Gegenteil, die Auseinandersetzung ist noch verbissener geworden.
Und die Sachsen-GroKo hatte, nachdem es ihr nicht gelungen war, einen Kompromiss zu verhindern, sofort ihre Interpretation bereit. In Sachsen, meinen die, würden alle Kraftwerke am 31.12.2038 abgeschaltet. Also noch 20 Jahre einfach so weiter. Und weil die bedrohten Dörfer nicht explizit genannt seien, dann könnten die weg, meinen die. Diese Kommission hat die Aufgabe zur Rettung dieser Dörfer in die bergrechtlich verantwortlichen Länder zurückgespielt. Doch diese Staatsregierung denkt gar nicht daran. Und was meint ihr wohl, wessen Aufgabe das nun in Legislative und Exekutive ist, liebe Freundinnen und Freunde? Das ist unsere Aufgabe. Die Arbeiten an Tagebauvergrößerungen, wo seit Paris glasklar ist, es geht um Tagebauverkleinerungen, verdammt nochmal. Und auch das ist unsere Aufgabe. Vom Bund aus nach der nächsten Bundestagswahl und im Land ist es auch unsere Aufgabe, dafür zu sorgen, dass nationale Klimaschutzziele endlich zu den Paris-Zielen passen. Und dann ist ein Kohleausstieg bis 2030 die ganz logische Konsequenz. Die GroKo hat ein Energie- und Klimaprogramm für Sachsen krachend scheitern lassen. Aber die haben nicht nur keine Lust, die haben auch keine Ahnung. Und nicht, weil sie zu dumm wären, sondern weil sie einfach nicht drüber nachdenken wollen. Und auch hier ist es unsere Aufgabe, dieses Land endlich auf Kurs in Richtung Zukunft zu bringen. All diese Arbeit, liebe Freundinnen und Freunde, die steht vor uns. Und uns allen und unseren Kindern läuft die Zeit davon. Wir müssen schnell handeln, wir müssen klug handeln und wir müssen umsetzen, was wir in den letzten Jahren gut vorbereitet haben. Und ich möchte gern dabei sein, wenn grüne Kompetenz hier den Unterschied macht. Ich bitte um euer Vertrauen. Auf geht's.